Bergmann. Überraschung! Was? Erkennst du inzwischen keinen alten Freund mehr? Ich bin du, Bergmann. Nur böse und gut aussehend. Das ist unmöglich. Schmerz scheint ganz offensichtlich das große Thema in unserer Beziehung zu sein. Was soll denn der ganze Zirkus hier überhaupt? Jungs, ihr lebt? Bergmann, sie sind wach? Schön, dass du dich auch mal blicken lässt. Wenn du ihn auch nur ein Haar krümmst, du Schweinehund, dann... Nein! Viel Spaß haben, mein Freund. Mein Großvater lehrte mich vor Jahren die Chakra-Folter. Nach der asiatischen Philosophie hat der Körper 7 Chakra-Punkte. Energiezentren wie das Herz. Meine anspruchsvolle Aufgabe wird sein, dir diese Organe zu entnehmen, großmöglichen Schmerz zuzufügen und dich gleichzeitig so lange am Leben zu halten, wie möglich. Und ich dachte, dein Gelaber wäre Folter genug. Ich befürchte nur, es wird nicht mehr zu deiner Folter kommen. Ach nein? Wie kommst du zu dieser Annahme? Siehst du meine Handschellen? Ja. Ich hab sie aufbekommen. Dieser Bastard wird zahlen für das, was er euch angetan hat. Und dann hole ich euch zurück. Ich verspreche es. Ich komme mit der Zeitmaschine und hole euch zurück. Das ist ein Versprechen. Ich fürchte, das ist nicht gut fürs Geschäft. Diese kleine Ratte. Da oben ist er. Ich schnapp mir den Typen. Nein, der gehört mir. Bergi! Takeshi? Ja! Takeshi, was machst du hier? Du sollst bei den Gleisen warten. Ich hatte hier eine Explosion gehört und ich habe mir Sorgen gemacht. Ich wollte eigentlich einfach nur schauen, ob es dir gut geht. Nein, mir geht's überhaupt nicht gut. Mir geht's überhaupt nicht gut. Ich habe die Jungs getroffen und... Die Jungs? Die wurden vor meinen Augen erschossen, kaltblütig. Von diesem miesen Bastard. Oh, das ist jetzt aber wirklich verletzend. Wir sind doch quasi eine Familie, Bergmann. Und so spricht man doch nicht übereinander. Wer ist das? Ich dachte, wir wären die Einzigen hier. Das ist der Schweinehund, der die Jungs umgebracht hat. Aber das habe ich nur für dich gemacht. Sonst wärst du mir doch weggelaufen, Bergi. Und dabei haben wir uns auch gerade erst kennengelernt. Pepe, mach, dass du wegkommst. Aber ich kann dich doch jetzt nicht hier alleine lassen. Takeshi, mach es einfach. Vertrau mir. Aber dann nimm zumindest das hier. Danke, Takeshi. Und jetzt mach, dass du wegkommst. Pass auf dich auf. Wir sehen uns. Hoffentlich. Na los, zieh! Ich hab gedacht, wir klären das vielleicht wie Männer. Ohne Waffen. Ja. Da hast du wohl falsch gedacht. Oh.
durcheinander. Oh, du mieses Dreckschwein! Keine Sorge, du stehst auch noch auf meiner Liste. Takeuchi, bleib zurück. Ich spüre deine Angst. Und das macht mich nur noch stärker, Bergmann. Wenn er die Kraft aus deinen Ängsten zieht, dann denk an unsere schönen Momente. An alles Schöne, was dir widerfahren ist. An deine Freunde. An uns alle. Willkommen in eurem neuen Leben. Bereit? Der Grundstein, bist du bereit? From the Future fand ich schon genial. Oh, was ist denn hier los? Nein, das ist völlig unmöglich. Was machst du hier? Ich kann es gar nicht geben. Nein, hör auf damit, bitte. Bitte, hör auf damit. Keine Fortsetzung für dich. Hi. Und danke. Wer bist du? Hallo? Geht's dir gut? Ja, Takeuchi. Mir geht's gut. Bist du auch in Ordnung? Ja, er hat verfehlt. Lass uns hier verschwinden. Es wird Zeit, nach Hause zu reisen. Ein Stück. Stopp! Okay, das sieht ganz gut aus. Bitte, Takeuchi, ich versuche mir da keinen Kratzer einzufahren. Nicht, dass auf die letzten Meter noch irgendwas kaputt geht. Was ist los? Ich musste nur kurz was festziehen. Okay. Nicht, dass jetzt irgendwas manipulierst, Pepe. Ne? Nein. Ich muss gehen, das weißt du, auch wenn es dir natürlich schwerfällt. Ja, ich weiß, dass es gerade an höchster Priorität steht, aber ich musste da wirklich was dran festziehen. Nur eine kleine Schraube nur. Okay. Weißt du noch, wie du das mit dem Superzünis machst? Hier, ich werf sie dir rüber. Du weißt, erst den grünen, dann den gelben, dann den roten. Ich weiß schon, wie das geht. Die Instrumente geht. Sind das. Im Zug bereits installiert. Du schrippst rein und ich gehe einfach direkt in die Lok und dann machen wir das und hoffen einfach, dass das funktioniert, okay? Ja, aber... Hebe, Mann, können wir uns jetzt mal verabschieden? Wir werden uns nie wiedersehen. Ja, ich mag aber keine Verabschiedungen und erst recht nicht von dir. Okay. Wenn das so ist, dann danke für deine Hilfe und dann mach's gut. Warte. Ich wollte mich nochmal bei dir bedanken. Seitdem ihr in der Stadt seid, war alles viel besser und vorher war es langweilig und es tut mir leid und es macht mich traurig, dass das so passiert ist, dass das alles so gelaufen ist. Takeuchi, alles gut, pass auf. Das, was passiert ist, werde ich schon wieder in Ordnung bringen. Und vielleicht sehen wir uns auch irgendwann wieder. Versprechen kann ich es jetzt nicht, aber du sollst wissen, dass das eine ganz besondere Reise war und ich wirklich froh bin, dass wir uns kennengelernt haben, auch wenn wir am Anfang unsere Meinungsverschiedenheiten hatten. Ohne dich würde ich vermutlich gar nicht mehr zurückkommen. Aber lass uns jetzt nicht sentimental werden. Los in die Lok mit dir. Wir werden uns schon wiedersehen, Pepe. Ich hoffe es. Nur versau's bitte nicht. Weil am Ende, glaube ich, die Brücke, die da sein soll, die ist noch nicht gebaut. Und das würde bedeuten, wenn wir nicht rechtzeitig auf 140 Kilometer pro Stunde beschleunigen, ja, dann bin ich futsch. Und du auch. Also spring unbedingt ab, okay? Entweder zusammen oder gar nicht. Okay, Pepe. Wir schaffen das. Also, ab in die Lok, Maschinen auf volle Kraft und nicht vergessen, erst grün, dann gelb, dann rot. Okay, Jungs, Bergmann ist schon auf dem Weg. Ich fahre erst nach Hause, hol Benzin, reiß dann wieder zurück, bring den Jungen schusssichere Westen mit und dann ab nach Hause!
Okay, soll ich Power geben, Alter? Okay, hier vorne sieht alles gut aus, Takaishi. Du kannst jetzt die ersten Superzündis reinwerfen. Alles klar! Halt dich fest! Takaishi, es geht los. Spring ab! Takaishi! Takaishi! Mach mit dem Aufkommen!